Diablo, eins der größten Videogame-Franchises, ist nun seit mehr als 27 Jahren auf dem Videospielmarkt. Neue innovative Techniken, Story-Plot-Twists und jede Menge Action waren immer garantiert. Ohne Diablo würde es das Genre ARPG nicht geben oder komplett anders aussehen. Path of Exile und auch das kürzlich erschienene Last Epoch könnten ihre Erfolge nicht feiern. Dennoch tut sich ausgerechnet der neueste Ableger der Diablo-Serie schwer. Wie ist das Diablo-Franchise zu diesem Punkt gelangt? Was Blizzard versucht zu unternehmen und warum wir Diablo 4 noch nicht aufgeben sollten, erfahrt ihr im Laufe des Videos. Ich bin EJ und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. Bevor wir loslegen, müssen wir zum Anfang, wie alles begann. Diablo 1 erschien damals am 31. Dezember 1996. Der Veröffentlichungsname war damals natürlich nur Diablo und wurde von Blizzard North entwickelt, das kurz vorher allerdings noch Condor hieß und von Blizzard Entertainment kurz vor dem Release von Diablo 1 gekauft und umbenannt wurde. Blizzard Entertainment war anschließend für die Veröffentlichung verantwortlich. Diablo wurde tatsächlich mit dem Silvesterknall veröffentlicht und das war ein riesiger Erfolg. Zusammen mit den 1998 erschienenen Baldur's Gate belebte Diablo die Rollenspiel-Computerspiele-Welt, die damals tatsächlich als altbacken und unkreativ galt. Durch die Erfolge ging tatsächlich ein großer Ruck durch die gesamte Spieleindustrie. Denn die Nachfrage an neuen Rollenspielen war groß, so konnten auch andere Rollenspiele Erfolge feiern. Diablo 2 war somit ein Muss, wurde tatsächlich mitten in der sogenannten Sommerpause am 28. Juni 2000 veröffentlicht. Entwickelt wurde es wieder von Blizzard North und veröffentlicht von Blizzard Entertainment. Nur ein Jahr nach Veröffentlichung wurde Diablo 2 zu dem beliebtesten Online-Spiel aller Zeiten. Dies hatte allerdings vor allem mit dem erfolgreichen Erweiterung Lord of Destruction zu tun, die ja ein Must-Buy war als eine Art Erweiterung. Diablo 2 war tatsächlich so erfolgreich, dass jahrelang ein Remake der Community gefordert wurde. Dabei wurden sogar von Medien berichtet, dass Remakes nicht möglich seien, weil Codes des Originalteils tatsächlich verloren gegangen sein sollen. Trotz der Hindernisse erschien am 13. August 2021 Diablo 2 Resurrected, das sich auch heute noch in der großen Spielerzahl erfreuen kann. Das waren die goldenen Zeiten von Diablo und am Höhepunkt und Ende der 2000er ging es mehr und mehr auch um den finanziellen Erfolg und die sogenannte breite Masse sollte angesprochen werden. Somit wich Blizzard von seinen bisher dunklen Grafik und düsteren Story ab und wollte mit Diablo 3 neue Wege beschreiten. Aufgrund der Zerwürfnisse und der darauf folgenden Auflösung von Blizzard North in 2005 entwickelte Blizzard Entertainment den neuen Ableger selbst. Diablo 3 war heller, farbenfroher und verschreckte somit fast jeden alteingesottenen Hardcore Diablo 2 Fan aus den früheren Diablo-Jahren. Aber Diablo 3 sollte ein neues Publikum ansprechen, eine neue Generation. Und was soll man sagen? Auf dem Papier hat das funktioniert. Diablo 3 wurde binnen 24 Stunden über 3,5 Millionen Mal verkauft und wurde bis heute mehr als 15 Millionen Mal verkauft. Natürlich konnte kaum jemand an den Release-Tag spielen, denn der Fehlercode Error37 sorgte dafür, dass die meisten Spieler nicht in den Genuss von den neuen Diablo kamen. Shouldn't this be error number one? Error number one, I can't log the fuck in! Ich persönlich habe erst später von dem Fehlercode erfahren. Da ich die Kampagne alleine und ungestört genießen wollte, kappte ich mich zum Release von allen Online-Kameraden ab. Als ich mit der Story durch war, erfuhr ich, dass keiner meiner Freunde überhaupt spielen konnte. Ich war einer der wenigen, die zu diesem Zeitpunkt Diablo 3 vollkommen fehlerfrei genossen haben. Der Fehlercode wurde schnell behoben und die breite Masse konnte auch kurz darauf in den Genuss von Diablo 3 kommen und die Spieler waren anfangs auch begeistert. Allerdings ging die Blizzard-Seele verloren und die Diablo-Identität blieb auf der Strecke.
Dies und viele andere Entscheidungen, darunter das Echtgeld-Aktionshaus, wo Spieler direkt Ingame-Items für Echtgeld kaufen und verkaufen konnten, sorgten kurz darauf für negative Kritiken und Diablo drohte gnadenlos unterzugehen. Doch das Add-on Reaper of Souls zog den Kahn aus dem Dreck. Mit neuen Endgame-Mechaniken, neuer Klasse, neuen Level-Cap war es quasi ein komplett neues Diablo-Spiel. Das Echtgeld-Aktionshaus wurde zudem ebenfalls entfernt. Diablo 3 war immer noch farbenfroh, aber es gab Content und der Power Creep schoss bis ins Unermessliche. Das änderte sich übrigens nie und mit jedem kleinen Update, jeder Season und noch so kleiner Änderung wurden unsere Charakter mächtiger. Das war Blizzards Strategie, niemals zu stark nerven, um niemanden zu verärgern und lieber alles andere buffen, um die Stärken der Klassen anzupassen. Dadurch ergab sich allerdings ein ganz anderes Problem, denn zum jetzigen Zeitpunkt sind die Diablo 3 Charaktere so stark, dass sie binnen 12 Stunden einer neuen Season schon den schwersten Content in Diablo 3 überwältigen und es praktisch keine Herausforderungen gibt. Am 27. Juni 2017 wurde ein neuer DLC veröffentlicht. Allerdings brachte dieser keinen neuen Content, sondern nur die lang erwartete Necromancer-Klasse ins Spiel. Der DLC kostete 15 Euro und wurde trotz mangelnden Inhalts positiv wahrgenommen. Auch ich war damals mehr als begeistert. Denn die Hoffnung war, dass jetzt regelmäßig neue Klassen so ihren Weg in Diablo 3 finden können. Meine Hoffnung und die aller anderen Spieler wurden allerdings enttäuscht. Im Hintergrund arbeitete Blizzard fleißig an einer neuen Erweiterung für Diablo 3. Aber während der Entwicklung brach man das Projekt aus nicht veröffentlichten Gründen ab. Zu Gerüchten warum, möchte ich mich hier nicht äußern. Allerdings wurden alle bereits fertiggestellten Inhalte für das Add-on kostenlos in das Spiel gebracht. Darunter auch der horadrische Würfel, der die Spielmechaniken und das Power Creep auf ein bis dato unbekanntes Niveau anhob. Season 29 war die sogenannte letzte Diablo 3 Season. Allerdings gibt es in Diablo immer noch ungefähr alle 3 Monate eine neue Season. Dabei werden aber nur alte Season-Themen recycelt oder miteinander kombiniert. Ich gehöre zu den wenigen, die jeden Entwicklungsschritt von Diablo 3 hautnah miterlebt haben. Ich habe jede Season gespielt und genossen, aber Diablo 3 hat sich leider selbst zerstört. Das System Easy to Play und Hard to Master ist auf dem Papier super. Allerdings verlor sich Blizzard in den Easy to Play, denn schweren Inhalt und komplizierte Mechaniken suchte man zuletzt vergeblich. Auch das Theorie-Crafting blieb aufgrund der simplen Mechaniken auf der Strecke. Dies verschreckte die Community und trieb viele Spieler und machte den direkten Konkurrenten Paths of Exile noch größer. Anders als Diablo 3 ist Paths of Exile wesentlich düsterer, ist aber für Einsteiger meist überfordernd und der Einstieg in Paths of Exile wird mit jeder Season nur noch schwieriger. Genaueres dazu erkläre ich euch allerdings einmal in einem anderen Video. Seid ihr auch ein großer Diablo- und MMO-Fan? Dann abonniert doch bitte jetzt meinen Kanal, um keine Inhalte zu verpassen. Und hilft mir bei meinem Ziel von 1000 Abonnenten bis Ende des Sommers. Diablo Immortal lasse ich aus der Geschichte von Diablo raus, denn Handygames sind keine echten Spiele und den Shitstorm kann jeder selbst nachlesen. Hey, just was wondering, is this an out-of-season April Fool's joke? We don't have any plans at the moment to do PC. Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones, right? Mit Diablo 4 wollte Blizzard wieder düsterer werden, allerdings nicht zu düster, um die breite Masse nicht zu verlieren. Zudem wollten sie einen Mittelweg gehen zwischen einfachen Einstieg und komplexe Endgame-Mechaniken. Leider fehlte es bei Release Diablo 4 komplett an irgendeiner Art von Endgame und komplexen Mechaniken. Die Quality of Life-Funktionen waren zudem unterirdisch.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Aussage, dass man nicht mehr Tonfächer aufgrund der Serverstruktur zur Verfügung stellen konnte. Das sorgte für mehr Gelächter und Spiele wie Last Epoch nahmen Blizzards auf Korn, indem sie schier endlose Tonfächer anboten. Diablo 4 wurde am 5. Juni 2023 released. Der Early Access begann bereits am 2. Juni. Die Entscheidung, im Sommerloch zu erscheinen, war dabei bewusst gewählt. Man wollte nicht mit anderen Titeln in der Vorweihnachtszeit konkurrieren. Diablo 4 spielte in den ersten 5 Tagen nach Release 666 Millionen US-Dollar ein. Blizzard teilte mit, dass das der erfolgreichste Launch in der Geschichte des Entwicklerstudios sei, sowohl im Blick auf die Verkaufszahlen als auch auf den Umsatz. Genaue Verkaufszahlen sind nicht bekannt. Die Kritiken zum Spiel wurden schnell laut. Neben den schon vielen genannten Quality-of-Life-Funktionen boten die 4 auch kaum Endgame-Inhalte. Die Season-Mechaniken boten nur geringe Abwechslung und brachten keinen Endgame-Content. Zusätzlich waren alle Mechaniken rund um Skills und Ausrüstung schlicht zu einfach. Das Paragon-Board war dabei eine Ausnahme und ein guter Anfang. Man konnte schnell erahnen, was gut und was nicht gut war. Aber für das perfekte Min-Maxing war schon einiges an Theorie-Crafting nötig. Allerdings fehlte Content und ein Leaderboard, die das perfekte Min-Maxing überhaupt erforderlich macht. Seit Release hat Blizzard immer mehr Inhalte in das Spiel gebracht und überarbeitet. Überbosse fanden den Weg in Diablo 4 sowie die Grubenkämpfe, das Pendant der großen Netherland-Portale aus Diablo 3. Mit der Season 4, die am 14. Mai eröffnet wird und den einhergehenden Patch, verschreibt sich Blizzard an der kompletten Überarbeitung der Item- und Crafting-Mechanik. Das soll mehr Komplexität und Möglichkeiten in Diablo 4 bringen. Wie hart die Mechaniken zu meistern sind, bleibt abzuwarten. Die ersten Eindrücke sind vielversprechend. All das zeigt, dass Blizzard mit Diablo 4 immer mehr den richtigen Weg findet zwischen breiter Masse und Hardcore-Spielern. Ob es reicht, um mit dem Early Access von Path of Exile 2 im Sommer 2024 zu konkurrieren, bleibt abzuwarten. Vor allem, da Blizzard weiterhin Diablo 4 und seine Add-ons hochpreisig verkaufen will und PoE sowie Path of Exile 2 zusätzlich Add-ons kostenlos anbietet. Mein Fazit ist, dass die Diablo-Teile außer Story und der Hintergrundgeschichte nichts mehr miteinander zu tun haben und auf unterschiedlichen Generationen abzielen, während Diablo 4 versucht, diese wieder zu verbinden. Ich hoffe, dass Diablo 4 weiter seinen Weg gehen und aus den Fehlern stärker emporkommt als jemals zuvor. Wir sehen uns auf jeden Fall in der Season 4. Wenn ihr dabei sein wollt, abonniert und liked doch dieses Video. Ich bin Nijay und don't forget, we are the Shadow.